Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wenn es um regionale Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung geht, dann haben Sie mich sicherlich auf Ihrer Seite. Und heute im Speziellen ist ja das Thema transparente regionale Kennzeichnung angesagt. Ich sage es aber gleich vorweg. An Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grüne. Wer so respektlos über Landwirtschaft redet, wie Sie in den letzten Wochen und Monaten, hat es nicht verdient, irgendeinem Antrag von unserer Seite zugestimmt zu bekommen. Ihr wisst genau, was ich meine, und die Botschaft ist angekommen. Wo stehen wir in Sachen Regionalvermarktung? Wir haben mit Blick auf Bayern 175 Bauernmärkte. Das heißt, die Hälfte der Bauernmärkte sind in Bayern. Wir haben über 50 zentrale Bauernladengeschäfte. Wir haben in Bayern 4.000 Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter, und wir haben eine Menge an Regionalinitiativen, die bei den Verbrauchern ein hohes Vertrauen genießen. Das heißt, der Verbraucher hat schon heute die Wahl bzw. die Chance, dieses Angebot zu nutzen. Und der hat ja mit zweitens die Chance, kleine Strukturen zu unterstützen. Bayern unterstützt außerdem mit einem breiten Maßnahmenpaket ein kostenloses Internetportal, wo Sie informiert werden über Bauernmärkte, über Regionalinitiativen, über Gastroportale, das heißt die Zusammenarbeit von Gastronomen und Regionalproduktanbietern und. Und damit bin ich bei Ihrem Antrag. Das Regionalfenster, das wissen wir, ist damals von Ilse Aigner eingeführt worden. Es war ein guter Ansatz und es war ein wichtiger Schritt in Richtung Kennzeichnung. Ich gebe gerne zu, es ist ein reines Herkunftskennzeichen. Es gibt dazu keinerlei Aussagen zur Qualität. Auch das gehört zur Wahrheit. Ich gestehe Ihnen auch zu, dass der Mindestanteil regionaler Rohstoffe auch aus meiner Sicht zu niedrig ist. Im Moment beträgt er 51%. Sie fordern 70%. Da haben Sie mich durchaus auf Ihrer Seite. Aber ich betone auch, dass zum Beispiel das Institut für Demoskopie in Allensbach kürzlich wieder veröffentlicht hat, dass sich die Zahl der Verbraucherinnen und Verbraucher Vergleichszeitraum 2009 bis 2015 von 42% auf 51% dafür ausgesprochen hat, dass Produkte nachhaltig produziert werden sollen und dass für sie Regionalität ganz, ganz wichtig ist. Ähnliche Erkenntnisse hat der Ernährungsreport des BML, das heißt hier wörtlich 76% der Verbraucherinnen und Verbraucher legen Wert auf regionale Lebensmittel. Wir haben die Vorteile gehört, kurze Wege, mehr frische Vielfalt und eben Transparenz. Aber Hand aufs Herz, wer kauft denn unter uns regelmäßig diese regionalen Produkte ein? Bin ich die Einzige? Reden und Handeln, meine Damen und Herren, ist immer noch weit auseinander. Deshalb sind wir in Bayern einen eigenen Weg gegangen. Wir haben in Bayern ein umfassendes System. Das heißt, wir haben zwei Siegel, die sind aussagekräftig, die sind transparent. Und die sind deshalb transparent, weil die Qualität und die Herkunftssicherungssysteme in diesem Zusammenhang sichtbar sind. Geprüfte Qualität Bayern, bayerisches Biosiegel. Endlich kann der Verbraucher beweisen, dass er es ernst nimmt mit regionalen Produkten. Das ist überfällig. Es wird
vom LEH stark nachgefragt. Es wird auch vom Verbraucher stark nachgefragt. Das ist eine Momentaufnahme. Aber wichtig für mich ist es, es ist klar definiert, objektiv, neutral. Es ist kontrolliert und die Herkunft der Rohstoffe und die Verarbeitung muss durchgängig und zu 100% aus Bayern kommen. Ich weiß, dass es das auch in anderen Bundesländern gibt, längst nicht flächendeckend. Deshalb ist meine Forderung, soll jedes Bundesland hier erstmal seine Hausaufgaben machen. Erstens. Zweitens ist es sicherlich an der Zeit, dass das BML, wenn es um das Regionalfenster geht, wenn es um eine Weiterentwicklung geht, dieses wissenschaftlich überprüft, hier nicht mit Gelächter, da kommt man zu keinem guten Ergebnis, sondern seriös. Und auf dieser Basis werden wir dann entscheiden, inwieweit wir dieses Regionalfenster verbessern. Aber das dann mit Respekt und nicht mit Klamauk. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Jetzt hat für die Fraktion Die Linke Karin Binder das Wort.